gegründet hat ursprünglich das Unternehmen 1926 mein Großvater. Die Veränderung hat sich durch meinen Vater ergeben in den 50er Jahren, der dann die Kunststofffertigung eingeführt hat. Dann in den 90er Jahren in der Stärke, dann natürlich zum internationalen Markennamen. Seitdem liefert das Spielzeugunternehmen seine Produkte in die ganze Welt, von Europa über Amerika bis nach Asien. Ihren Ursprung haben die Spielwaren aber alle im beschaulichen Fürth. Hier wird nicht nur entwickelt, sondern auch produziert. Spielzeug 100% aus der Kleeblattstadt. Der Standort Fürth ist für uns ein guter Standort, ist natürlich auch traditionsbedingt, denn die Familie kommt aus Fürth. Und der Standort Fürth ist in den letzten Jahren erfolgreich gewesen, was natürlich auch gewisse Konversationsflächen waren, die durch den Wegfall von Armee, also der US-Armee in der Südstadt geschehen sind. Trotz der Möglichkeit von billigen Importen aus China und günstigen Produktionen im Osten, die Kleeblattstadt rechnet sich für das Unternehmen. Denn im Vergleich zu den letzten Jahren geht der Trend auf dem Markt eindeutig wieder in Richtung Made in Germany. Qualitätsbewusstsein schlägt Discounterpreise. Das wirkt sich auch positiv auf Fürth aus. Der Standort Fürth ist ja bekannt, dass er sehr guten Zuzug hat. Und das dient natürlich auch den Unternehmen, dass dieser Raum Metropolregion Nürnberg sehr interessant ist für zuziehende Familien mit eben den Jugendlichen, die man dann eben hier ausbildet. Investition statt Abwanderung, eine Entwicklung, die viele nach dem Quelle aus nicht für möglich gehalten hätten. Mittlerweile füllen sich die leeren Hallen aber wieder mit Leben. Neue Firmen können für die Kleeblattstadt begeistert werden. Und die alten Zugpferde bleiben der Region treu, wie auch Bruder Spielwaren. Für Paul-Heinz Bruder stand es nie zur Debatte, den Standort zu verlassen, trotz höherer Produktionskosten als im Ausland. Schließlich kommt die Familie aus der Region und Tradition verpflichtet ja auch ein bisschen.